Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe hier ein Notebook mit dem Fehler Netzbetrieb nicht mehr möglich, Akkubetrieb mit extern geladenem Akku möglich. Wir haben hier ein Fujitsu Livebook E556. Das macht im Moment gar nichts mehr, aus dem Grund, dass der Akku leer ist. Im Netzbetrieb funktioniert das Gerät nämlich nicht mehr. Wenn man der Akku jetzt immer baugleiche Gerät lädt, dann funktioniert das Gerät im Akkubetrieb. Ich habe auch schon mal nachgeschaut, woran das liegen kann. Da ist ein MOSFET auf dem Mainboard abgebrannt. Den müssen wir auf jeden Fall tauschen. Ob das allein die Ursache ist oder noch mehr defekt ist, werde ich euch aber gleich mehr dazu sagen können. So, ich habe das Livebook jetzt repariert. Da war, wie schon gesagt, der MOSFET abgebrannt. Bild davon kann man auch im Blogbeitrag von der Reparatur anschauen. Die Lade-LED leuchtet jetzt auch wieder. Der Akku wird auch wieder geladen. Und wenn man es einschaltet, funktioniert das Gerät. Wenn man das Netzteil sieht, funktioniert es auch im Akkubetrieb. Muss man kurz warten, es ist keine Festplatte eingebaut. Jetzt bringt gleich wieder ein Bild. Ja. Da war wirklich nur der MOSFET, der abgebrannte Defekt. Den hat man getauscht. Somit funktioniert das Gerät wieder vollständig und die Reparatur war erfolgreich. Über Abo, Kommentar oder Bewertung würde man sich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.